Ach doch, jetzt hier Kohlebergwerk. Na gut, man könnte ja erstmal auf. Achso, da gibt es einen Markt und eine Holzbrücke. Das bauen, da müssen wir wahrscheinlich eher erstmal hin, dass wir die 400 Einwohner knacken. Ja, alle Gebäude müssen verbunden werden mit Straßen, weiß ich selber. Das musst du mir jetzt hier nicht näher erklären. Die haben kein Wasser. Das heißt, wir stellen uns da nochmal einen Wasserturm hin. So, ist immer an der Stelle, wo wir ein Zugdepot bauen können. So, das klicken wir mal schnell weg hier. 5 Nachrichten, nicht genug Arbeit. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Thema Kohle. Ach, habe ich diesen Verteiler überhaupt schon? Oh, das habe ich daneben geklickt. Ja, genau, das gibt es schon. Sehr gut. So, wo haben wir denn hier eine Masse an Kohle? Man sieht immer, wenn man ranzoomt, durch die Bäume leider nicht so wirklich. So ist natürlich die Frage, die Reichweite von dem Verteilzentrum. Wie groß ist denn das? Dann kann ich das hier oben noch mitnehmen. Dann hätte man nämlich erstmal jetzt was mit 6 Kohlebergwerken. Ich habe, glaube ich, das Problem, dass wir die. Ich brauche erstmal die 400 Einwohner für die Holzbrücke, glaube ich. Gut, wir können trotzdem erstmal bauen. So. Mache ich mal so. Und jetzt habe ich mir nämlich vorgenommen, wir wollen hier den Bahnhof nämlich maximal. Ausreizen von der Länge. Und hier hätten wir dann halt noch Platz für eine Erweiterung, obwohl die kann man eigentlich gleich. Na gut, nee. Hier die Brücke drüber. So war das nicht gedacht. Und was ich hier halt auch nicht machen will in dieser Staffel ist Züge bauen mit, also Bahnhöfe mit Sackgasse. Das ist nämlich blöd. So, jetzt ein Verteilzentrum. Ach so, Quatsch, das ist ein zweiter Bahnhof. Was brauche ich denn hier für einen Quatsch? Verteilzentrum wollte ich doch. Oh, da fehlt mir das Holz dafür. Hm. Das ist jetzt natürlich blöd. Na gut, dann sei es so. Achso, ich muss dafür 200 Kohle produzieren. Oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Das weiß ich jetzt halt nicht. Für was ging denn das Holz jetzt eigentlich drauf?
Ja, gefühlt eigentlich für gar nichts. Hm? Achso, ja, die Dinger kann man da noch ranbauen. Irgendwie gefühlt, weiß ich jetzt nicht, ob wir ja was falsch gemacht haben gerade. Gut, dann müssen wir erstmal. Ja, das war glaube ich blöd, wegen wenn man das mal erweitern will. Das heißt, wir machen das so hier. Tja, jetzt kann ich natürlich keinen Weg bauen. Naja gut, ich würde sonst erstmal den Wasserturm hier mal kurz abreißen. Den bauen wir mal woanders hin. Oh, passt wieder nicht so. Gut, müssen wir es. Das passt. Tja. Wo ist das Holz hin? Naja, gut. So, ist natürlich die Frage nach dem Bahnhof. Wo stellt man den jetzt hin? Ich würde den eigentlich fast schon hier hinstellen wollen. Ja, hier ist die Reichweite natürlich nicht so. Aber ich glaube, wenn ich den hier oben hinbaue, dann habe ich, weiß ich nie, ob ich dann das Problem habe, dass ich mir zu viel wegnehme. Wobei ja die Reichweite eigentlich auch größer wird. Und hier habe ich halt den Vorteil, dass ich die gesamte Stadt erreichen kann. Na gut, wir machen das einfach mal. Auf die Gefahr, dass ich mich da fehlertechnisch wieder wiederhole, wie in der ersten Staffel. So ein Gleis rein. Oh, so doch nicht, ey. Bist du irgendwie dumm? So hier. So, jetzt bauen wir erstmal da drüber. Ein Stück Platz, falls ich da ja noch erweitern will. So, das ist dann die Einfahrt. Und das ist dann die Ausfahrt. Ey, dieses Bauen, das ist auch echt. Wirklich nicht so der Knaller. So, und dann geht das einfach hier zurück. Gut, die müssen dann halt hier so oben rumfahren. So. Das wäre jetzt die erste Strecke. So, Signale noch hin. Ich habe es verstanden, wie Signale gehen. Brauchst du mir nicht x-mal erklären. Signalabstand von 2 würde ich jetzt mal festlegen. Achso, da brauche ich ja eigentlich so eine lange Ausfahrt gar nicht.
Da reicht das ja auch so hier im Prinzip. So, dann könnte man nämlich theoretisch... Hier muss ein Kettensignal hin. Die Ausfahrt auch schon ziemlich weit lang, aber na gut, dann ist das halt jetzt so. Da muss ein Kettensignal und theoretisch könnte man halt jetzt hier den Bahnhof noch signaltechnisch unterteilen. Aber ich baue das jetzt erstmal so auf. So. Und hier hinten, das passt. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Erstmal. Aber muss ich nicht noch irgendwie einen Weg hier hinbauen können? Okay, das Treibstofflager dazu. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war. Wenn ich da jetzt Leute hintroppe, die haben doch mal keinen Weg, um dorthin zu kommen jetzt. Gut, ich kann da höchstens jetzt mal einen Zug hinfahren lassen und dann mal gucken, was passiert. So, haben wir jetzt mal das Depot. Das stelle ich einmal hier so rein. Müssen wir halt jetzt leider... Achso, da fällt das wieder dort oben raus. Muss ich so machen. Kann halt jetzt leider auch bloß 100 lang sein, aber hier kann man es nämlich einfach da ankettlen. Und so ankettlen, hat dann halt beide Zufahrten drin. Achso, eine Einfahrt fehlt dann theoretisch noch. Stimmt, eine Einfahrt fehlt noch. Na gut, das ist ja auch einfach. Das ist dann halt einfach so. Auch wenn das wieder natürlich irgendwie gefühlt wieder so eine Chaosstelle vorprogrammiert ist. So, und die Einfahrt, die ist dann einfach... Na, ist natürlich wieder da Signal im Weg. Hervorragend. Ja, dann halt so. So. Das ist die Depotzufahrt. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mal hier Ziegel haben, können wir das Ding natürlich auch woanders hinbauen. So, jetzt müssen wir erstmal die Route machen. NSM 1 nach Kohle 1 Kohle. Ich bleibe da wieder bei meiner üblichen halt Arbeiter üblichen Beschriftungen.